Hallo Kirmesfreunde, heute mal eine völlig andere Location. Wir sind in Braunschweig hier in der Millennium-Halle zum Streetfood Festival. Sind schon drin, jetzt kommt mal mit, jetzt gucken wir mal, was es hier alles so gibt, oder? Kommt! Was sagen wir denn bisher zu der Veranstaltung? Sehr viel leckeres Essen. Da kriege ich ja noch mehr Hunger, als ich so schon habe. Das heißt, für morgen 3 Kilo mehr? Kommen wir mal 5 Kilo drauf. Vielleicht auch 10, aber wir gucken. Ja. Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich von diesem Laden sehr enttäuscht war im Heidepark, weil die haben mir einfach... Ich habe eine Bubble-Waffe bestellt, das war aber dran. Kindheitstraum und ich habe einfach eine andere bekommen mit Kirschen, gegen die ich allergisch bin, ja? Ja, und ich bin jetzt gerade dabei, hier auf der Lumi mal einen Fachkreis zu holen. Ja, okay. So ist der Wächstes. Dankeschön. Schmeckt gut? Ja. Schön. Softeis im Express heißt nichts anderes als... Kölnfrost. Naja, jetzt haben wir ja schon mal so einen kleinen Rundgang gemacht und das sieht alles total mega klasse aus hier. Das Festival findet übrigens statt Freitag, Samstag, Sonntag, also morgen noch. Aber guckt gerne mal auf Facebook, ich blende das euch mal ein, weil vom gleichen Veranstalter gibt es auch über das Jahr jede Menge Speedfood-Festivals. Indoor, Outdoor, total interessant und wir werden auf jeden Fall gleich noch so ein bisschen was probieren hier. Mal gucken, ob wir das schaffen, dass wir mal so kleine Probierhäppchen kriegen, weil wenn wir alles durchtesten, ist das fast unmöglich. Dann müssen wir zu viel Essen wegschmeißen und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Ja. Ihr habt ja eben schon gesehen, Burger, Krokodil für 20,50 Euro, also über 40 Mark. Das werde ich mir jetzt einfach mal schmecken lassen. Ja. Dann guckt mal das geile Ding hier. Wir wollen noch mal oben bei uns da. Ich bin verliebt. Geil. Mega lecker. Also die Soßen geil, der Salat frisch, das Brötchen frisch und das Fleisch. Soll dein Papa Mac and Cheese probieren? Luminus hat gesagt, du musst probieren, das Mac and Cheese. Also, erstmal sagen kann, wie es wirklich schmeckt. So, wir haben ja meine super Portion von Mac and Cheese. Und ich würde sagen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Das schmeckt verdammt. Ich probiere jetzt auch mal, ja? Mega lecker. Mega lecker. Also, ich finde gerade die englischen Wörter, aber ich bin gerade wie in New York. Himmlisch. Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt hier schon ein oder zwei Rundgänge gemacht durch die Halle, aber unterm Strich, sage ich mal, ist es jetzt soweit, euch auch mal detailliert zu zeigen, was gibt es hier à la Kirmes. Wir machen einen Rundgang gemeinsam mit euch. Impressionen haben wir jedes Mal. Wir haben auch schon ganz viel probiert, das zeigen wir euch auch. Und ich würde mal sagen, auf geht's, ab geht's, los dabei sein. Hi, was habt ihr denn hier Schönes? Also, das ist indisches Streetfood. Gibt es eigentlich in Deutschland so wie jetzt, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es ist das erste Mal jetzt angekommen. Bisschen lauter? Also, das ist indisches Streetfood.
Ja? Gibt es in Deutschland in der Form, glaube ich, bis jetzt nicht, soweit ich weiß. Auf veganer, vegetarischer Basis oder also Fleisch oder was ist das? Eins ist vegan, eins ist vegetarisch. So gut wie viele Gerichte sind in Indien auch vegan oder vegetarisch. Ja, super, das ist so eine einzige Form. Das eine heißt Bread Pepper, das ist dieses große hier. Mhm. Und das andere ist das kleine Bread Roll. Das ist eine, auf Teig oder? Nee, das ist auf Kichererbsenbasis. Mhm. Innen drin ist Brot bei den Bread Pepper und dann eine Kartoffelfüllung mit vielen indischen Gewürzen. Ja. Und dazu gibt es immer zwei Chutneys, also indische Soßen auf Joghurtbasis. Ja, finde auf jeden Fall so mega cool. Ne? Also, ja, danke. Also, ich kann heute nicht alles probieren, sonst muss ich rausgerollt werden. Ne? Ja, das stimmt. Man muss immer langsam. Ja, danke. Ja, das war ja schon mal super interessant. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier Pizza. Das ist ja bisher eigentlich nichts Außergewöhnliches, hat es aber hierher geschafft. Deswegen gucken wir mal, was gibt es hier Besonderes. Wollen wir auf die Pizza drauf filmen? Ja! Napolitanische Pizza! Das sieht auf jeden Fall gut aus, ja? Ja. So, nur wieder. Bauch ist schon wieder voll. Es passt einfach nicht alles rein, aber wirklich. Wie gesagt, Pizza ist jetzt außergewöhnlich. Es steht hier, es ist also was Besonderes, ja? Ja, und wir ziehen weiter, würde ich sagen. Dann haben wir Köfte, kennt man ja, ist immer lecker, schmeckt eigentlich fast immer gut, habe noch keine schlechten gegessen, weniger gute, mehr gute, aber hier auf jeden Fall, wir können uns ja mal die Auslage angucken hier, guck mal. Zum Reinbeißen, Mensch, ja, ne? Jo, weiter, los. Dann haben wir hier ganz viele Sombreros. Nachos. So, was gibt's hier? Ja, nicht YouTube. Hi, willkommen. Wir sind next way. Danke. Probieren ist immer gut, ja, aber wir wollen ja keine Portion. Wir probieren das Ganze jetzt hier mal in einer veganen Variante. Mit alles drauf? Alles drauf. Oh, haben wir Sour Cream, Guacamole, Chipotle Sauce, es ist ein bisschen scharf. Ein bisschen scharf ist ein bisschen gut, sehr scharf ist sehr gut. Kennst du Jalapenos? Ja. Was kennst du? Okay, ja, alles klar. Ein paar können da drauf. Okay, okay. Machen wir. Ja, so. Einmal so. Oh, das ist rot, das reicht doch. Okay. Schon dunkel gegessen. Ein paar Jalapenos. Rote Zwiebeln? Oh, Zwiebeln ist gut, ist gesund, ist Gemüse. Ja? Zwiebeln sind Gemüse, Gemüse ist gesund. So, Guacamole, Sour Cream? Ein bisschen davon, ja. Die Ecke? Vielleicht? So eine Ecke, ja. So eine Ecke, das ist. Was hast du probiert? Erstmal, wie ist die Chipotle Sauce? Ist ein bisschen scharf. Also, scharf kann ich sehr gut essen. Okay, das ist gut scharf hier. Danach ist es aber trotzdem pikant. Okay, und Chigakäse?
Ein wenig Käse ist gut, ja? Was denn? Ah, hier, da muss man gleich mal was zu trinken organisieren. So. Und normale Käse habe ich schon drauf. Und Dankeschön. Ja. Ja, der Test läuft hier inzwischen sehr gut und also ich bin begeistert, ist super lecker, wie man sieht, es wird weniger und mit dem Käse angenehme Schärfe. Ja, so, wir versuchen jetzt mal unseren Rundgang vorzusetzen, wie gesagt, die Nachos, Tacos, mega lecker, auch mit der veganen Soße, da mit allem und dann super, super geil und ja, gleich geht's weiter mit Juicy Burgers. Verschiedene Burger, verschiedene Preise, aber beste Qualität, kann ich euch versprechen. Und da Tomaten raus, noch Tomaten Burgers und dann auch ohne Tomaten. Also wegen mit Tomaten. Ja, ein ohne Jalapenos und ein ohne Tomaten. Und nochmal, was ich dir versprochen, sieht doch wohl geil aus, oder? Sieht doch wohl geil aus, so. Und daneben haben wir dann gleich Poffertjes, ne? Kennt man eigentlich, aber gibt es hier noch irgendwas Besonderes? Wir gucken uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Ich würde... Ich würde mal sagen, fernab vom Klassiker, ein bisschen was Besonderes, ist aber auch mal gewünscht, oder? Ist einfach mal was anderes. So, dann haben wir hier eine Bento-Box. Jetzt Mixteller, Mac African Treats, super gut aus. Ach, ich geh mal aus dem Bild. Weiter, Österreicher, Spezialitäten aus Österreich, Bergkäse, Schinken, Knoblauch, Speck, Rüttenwurzen. Sieht auf jeden Fall auch alles mega gut aus. Wir ziehen weiter, wir wollen hier keine Zeit verlieren mit Korean Corn Dogs. Mensch, haben wir noch nicht probiert, wir können nicht alles schaffen, aber... Wir gehen mal rein, wir gucken mal hier auf die Karte. Ja, mal, sieht das nicht super aus? So, und dann hier nebenan aus Schweden, sind Kartoffelklöße. Ach, guck doch mal selbst hier. Bitte schön. Ja, danke dir. So, und dann hier, wieder die Brezeln haben wir schon mal gesehen. Softeis haben wir schon getestet. Mega lecker, richtig gut. Kann man nichts sagen. Wir nehmen auf jeden Fall hier gleich nochmal ein paar Brezeln mit und gucken dann mal weiter. Aber jetzt keine Zeit verlieren. Weiter geht's hier. So, mit. Keine Ahnung.
Ja, und wer lesen kann, asiatisch. Hier geht's asiatisch weiter. Gegenüber, Local Food ist gut. Made in Holstein, was haben wir da? Fackelbox. Ich glaube, da gibt's eine Menge Schweinerei gibt's hier, aber auch Bullen und Lümmel. Ja. Also, jede Menge Frittiertes, würde ich mal sagen. Guck mal hier rüber. Habe ich. Also, Leute, ihr seht doch hier die Angebote. Wenn ihr noch Zeit habt, ich schneide das Video so schnell wie möglich. Heute, am Sonntag, könnt ihr noch vorbeikommen hier in der Millennium-Halle in Braunschweig und probiert hier einfach mal ein bisschen, was das Zeug hält. Bubble Wubble kennen wir schon aus dem Heidepark. Ist ja bekannt, haben wir da, glaube ich, auch schon getestet. Also von daher. Heidepark wart ihr auch, ne? Hä? Heidepark wart ihr auch, ne? Jedes Jahr. Mich. Heideparks? Heidepark. Ja, mein Englisch. Das ist das eingerostete, wie nichts Gutes, aber wir haben uns verständigt und bestätigt, jawohl, wir haben heute Chance zum Halloween-Event. Muss man eigentlich kaum was zu sagen. Tschüss, direkt gegenüber. Ne, das ist auch immer lecker, immer gut. Spanisch, ne? Dann. Geile Sachen, die es hier gibt. Geile Sachen. Wir gucken hier nochmal in den Quergang. Den haben wir nämlich unterschlagen. Und den Ball hier checken wir jetzt auch. Leute, guckt euch an, wie gut das hier aussieht. Das ist gut, das hier. Ja, Burritos, Tacos in verschiedenen, mit allen möglichen Füllungen, Toppings, hier auch mit Schafskäse, mit Doppelfleisch, mit Schärfe. Also, ja, alles, was das Herz begehrt. Nehmt an. Und da ist Vivi Fein schon komplett drauf abgesprungen. Sieht super geil aus. Und wer Vivi drauf anspringt, er muss was mit Hörnchen zu tun haben. Und und mal ehrlich, ist das nicht mal was Außergewöhnliches? Ist. Na, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Also, ne, und das ist hier nichts anderes. Super geile Ideen, muss man sagen. Und ja, dann haben wir hier nochmal was. Ich habe gerade was dazugelernt. Ich glaube, die haben einen Bildungsauftrag. So, und zwar gibt es hier Luca Luku. Wie spricht man das aus? Eine griechische Lukumades. So, das müssen wir einfach mal
ein Frank, der es weiß. Wie spricht man es richtig aus? Lucumades. Okay, ich hoffe, ich habe das jetzt gehört. Lucumades. Sieht auch immer super lecker aus, super süß. Und ist vielleicht auch gleich mal was als Absacker dann, wenn wir gehen. Wenn wir das Kind hier rauskriegen aus der Halle. Ist auch immer auch super lecker, super. Super lecker aus, Entschuldigung. Oh, Niklas meint das. Und ja, wir ziehen weiter. Leverkusen. Meine Plätze sind abgelöst. Zweimal. Ja. Zweimal gestreckt, bitte. Mal rausgehauen, aber gut, geh noch mal weiter, Leute. Danke. Jack's Trucks, bekannt von Kabel 1, SWR, MDR, Netflix, Bild, kennt keiner. Kirmes von der 38, das ist eine Auszeichnung, ne? Das kennt man, das sagt auch was. Burger in verschiedenen Sorten, dann haben wir hier Overload Fries, verschiedene Fritten, blende ich euch gleich mal ein, haben wir auch schon mal gefilmt. Ja, so wie man es eigentlich kennt, solide und gut. Dann hier nochmal Hannibal. Den super geilen Kostburger, den ich gerade gegessen habe. Mega geil. Und jetzt muss ich mich mal beeilen. Es geht weiter runter hier. Von der Bühne spielt noch der DJ. Wir fliegen weiter durch die Halle hier. Und kommen dann hier zum Budapest Diner. Budapest Diner, wollen wir nicht lange überlegen, was gibt es? Langosch. Langosch in vielen, vielen verschiedenen Varianten. Jetzt sind wir gleich rüber zum nächsten hier. Mac and Cheese. Haben wir probiert. Haben wir euch gezeigt. Mann, waren die lecker. Na, super für Käse, aber nicht, dass man sagt, oh, dominant, übermäßig, riesig, nein. Förster kam noch gleich an. Super, super lecker. Und dir nochmal vielen herzlichen Dank. Und dann haben wir hier Crunch Quesadillas. Ich mache mich gerade total lächerlich. Irgendwie Rinderhack. Lecker, lecker. Also, dass es lecker ist, wollen wir gar nicht drüber streiten. Guckst du dich einfach nur mal an, ja? Also, wenn das nicht lecker ist, was soll es dann sein? Sehr sättigend wahrscheinlich. Wo seid ihr denn? Kommt mal wieder zurück. Aber super lecker. Geht hier in den spanischen Bereich, also international. Fisch gut, ja. Ich muss mich eigentlich so ein bisschen beeilen hier mit meinem letzten Rundgang, weil nämlich inzwischen... Ach, wo auch leer wird. So. Real Sandwich, geht weiter hier. Und das wollen Sie nicht sicher haben, wenn ihr noch gewisse Luftabdeckung gemacht für heute. Das Ganze geht langsam zum Feierabend. So. So eine afrikanische Spezialität. Aber auch hier noch ordentliche Gesichter. Was gibt's denn hier? Also, hier haben wir drei Taschen Sumusa. Das wird frisch gemacht. Zum Beispiel
gefaltet. Da kommt Rindhackfleisch rein, selbst gekocht und geputzt. Und immer wieder zugeklebt. Frittiert und schon fertig. Und? Schon fertig. Ah, also das ist wieder ein frittiert. Das ist auch gut. Das ist ein Fleisch. Also im Endeffekt, einfach übersetzt, ist es eine Teigtasche mit Rinderhack frittiert. Wirkt auf jeden Fall ziemlich lecker. Sieht auch von der Mischung her, das Fleisch. Oh, von die Hack- Made in Braunschweig. Made in Braunschweig. Original. Aha. Also kein afrikanisches Rezept, ein Urbraunschweiger Rezept. Nein, aber es ist auch super interessant, ist auch die ganze Aufwachung von dem Stand. Und ich denke mal. Zebrafleisch. Bitte? Zebrafleisch. Zebra. Es gibt Zebrafleisch. Mhm. Okay. Mm. Und es gibt Maniokwurzeln. Maniok habe ich jetzt schon mal probiert. War jetzt nicht ganz mein Geschmack. Ja, das ist so. Ja. Weiß nicht, war irgendwas bei uns. Das haben wir. Echt? Nee, das ist. Ich will sagen, es hat nicht geschmeckt, aber es hat meinen Geschmack. Es hätte meinen Geschmack nicht hundertprozentig getroffen. Probier das, vielleicht ist es von der anders bitte. Dann war das, glaube ich, von der Würzung her, aber das ist neutral. Doch. Und? Und wenn wir sind bei nicht ersten Geschmack, vor allem nicht beim ersten Meinung bleiben, man muss auch mal neue Wege gehen, ja? Auf jeden Fall sehr viel, denn die Maniokwürze frittiert noch ein bisschen, ja. Ja, ich glaube, ich nehme das. Ja, oder? Ja, ich will. Ja, schwer zu sagen, aber lecker. Aber wie schon gesagt, wir müssen uns beeilen, weil ein bisschen was haben wir noch. Nein, ich glaube, wir sind durch. Die Fish and Chips hatten wir auch. Und damit haben wir eigentlich alles gesehen. Noch nicht alles gegessen, aber es geht auch nicht. Und wir müssen uns langsam auch mal aufmachen, dass wir nach Hause kommen. Weil. Oder auf eine Bank dahin. Es langsam dann durch Zeit wird, ja. Ich bin auch langsam etwas müde. Ich weiß, meine Frau, die will auch, kommt auch irgendwann nach Hause. Wir sind hier noch unterwegs. Ich bin froh, dass Vivi dabei ist. Sie schmeißt zwischendurch ein Auge auf Lumi. Und wir haben uns auch ein bisschen mit dem Film abgewechselt. Und ich bin raus. Und in guter alter Manier heißt es dann immer nicht. Heute mal runter vom Sofa. Geht zum Streetfood Festival.